Moin am Samstag um 9. Moin um 9. Oh Gott, ich habe gerade so einen Reim von Kidde gesehen, da, Herbstreim. Vielleicht kriege ich das noch, dass ich das hier hinter dran mache. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch gar nichts gesagt, aber egal. Ich muss mich eilen. Ich bin seit 4 Uhr in die Gange. Mein Job hatte ich gestern, oder unseren Job hatte ich gestern ein bisschen aufgefüllt gehabt. Und ich sag mal, das war mir dann weg. Also ich meine, so, das sind auch 15 Stränge oder 10 Stränge, ist ja nichts an Arbeit mehr, aber dann waren sie eben halt weg. Naja, dann waren da noch Wünsche. Kiwi wollte gerne die Karte haben. Büdelbertha, ich schon aufgeschrieben, die Namen. Die hat den Noseloop um und ganz viele Büdel, deswegen heißt sie Büdelbertha. Ich habe gedacht, da passt dieser Strang wunderschön zu. Zu Büdelbertha. Carrie69 fand Fummelhelga ja so toll. Der war ja auch gleich weg. Und da habe ich gedacht, hier, das ist Fummelhelga. Und das stelle ich nochmal extra vor, weil ich muss mich echt sputen. Ich muss mich gleich noch einholen. Heute spielt um 1. Alex, wann spielt HSV? Waren die heute Morgen schon um 4 in Gange? Naja, auf jeden Fall irgendwie um 1. Zinn ist jetzt noch die Reste einholen. Ich glaube auch noch für Onkel Dieter. Dann nehme ich das Auto und fahre auch noch mal einholen. Weil da, wo ich gucken will, das ist nicht für Sven. Und ich muss gleich schnell duschen. Weil dann habe ich natürlich hier, wer sieht, alles angeschwollen. Ich musste meinen Ehering abmachen. Ich habe wieder total Anfall seit 2 Tagen. Das dann auch noch zum Wolle färben. Kennt ihr das? Kennt ihr positiven Stress? Sicherlich. Es gibt ja so angenervten Stress, wo man dann denkt, man wird gleich eingewiesen. Aber so euphorisch. Und dann so, das muss ich machen, das muss ich machen. So unter Druck. Aber nicht, weil es ja freiwillig unter Druck ist. So. Ja, ich brauche unbedingt Haarfarbe. Das ist ja dieses Dunkelbraun, was ich immer überfärbe. Und hinten ist das ja noch dieses. Na, das färbe ich immer. Ich färbe immer nur jetzt noch ansatzmäßig. Aber da sind auch schon wieder 97 Farben drin. Egal, ich schweife ab. Ja, auf jeden Fall will ich duschen und dann muss ich los. Da muss ich hier versuchen, auch ein bisschen noch mal irgendwas anderes zu machen. Weil ich habe dann ja auch noch gemahlen für die Stränge. Da hatte ich hier einmal, die haben alle noch gar keine Namen, die Karten. Die kommen an Stränge. Also das sind nicht Karten, die jetzt extra, hier zum Beispiel, das ist die kleine Molly Malone. Und da gibt es dann ein. Wo sind die Speckels? Irgendwo sind da auch Speckels drin. Ein Melonenstrang. Naja, und das habe ich hier jetzt alles so gewirkelt gehabt. Gestern Abend, jetzt bis so, weiß ich nicht, bis wie lange. Und dann um 4 wieder Moms Jeans. Schnuckertüten. Da hängen auch noch welche. Aber ich kann mir die malen und färben und so. Das ist echt. Classic Möwenschiss. Dann hatte ich eine Bestellung: zwei blaue, zwei rosane Stränge. Dann wollte sie noch gerne ein Möwenschiss Classic, aber auch, wenn das geht, so ein blondes Mädchen und ein Möwenschiss Classic als Bild. Ja, da kommt man dann ganz schön mal ins Schwimmen. Aber ich glaube, ich bin auf dem Laufenden. Sven hatte schon die Bestellung von gestern, die sind jetzt schon drüben. Die müssten heute mit Hermes, aber ist ja Feiertag Montag, ne? Aber wir haben ja auch nicht Lagerräume.
Gut, es ist 10 nach 9. Ich gehe auf die Terrasse und werde noch eine zischeln. Und dann werde ich weiter berichten. Das Ding ist im Wohnmobil. Sonst hätte ich euch bei der Autofahrt auch noch mal mitgenommen. Machen ja auch einige so, ne? Autofahrtfilm. Die haben denn diesen Sauger. Hatten wir uns ja fürs Wohnmobil geholt. Wegen GPS und so. Aber in unserem PKW haben wir das nicht. Manchmal redet man echt wirr, ne? Aber wenn der Kopf immer schneller ist. War da noch irgendwas? Erzähle ich uns nachher. Ist doch gleich ganz anders, ne? Geduscht. Es ist immer wie ein bisschen neugeboren. Ja, jetzt habe ich doch noch einen Auftrag bekommen. Also ich will ja für mich los, für unseren Job. Und ich habe noch einen Auftrag. Ohne die, da hätte ich gerne gegrilltes Hähnchen. Ein ganzes, aber in zwei Hälften. Und vorhin, der Hühner Ewald hier hatte ja noch nicht auf, ob ich dann irgendwie noch ein Hähnchen besorgen kann. Ansonsten fährt Sven nachher nochmal los. Ich sag, brauchst du nicht. Hier ist ja Aufregung wegen HSV, 13 Uhr. Und ja, ich werde mich jetzt seelisch darauf vorbereiten, einkaufen zu gehen. Das wird bestimmt auch spaßig, weil Montag ist ja Feiertag. Ultimo, Lohntütenball war auch. Oder ist oder kommt. Ja, Haare so ein bisschen in Form kneten. Ich hab mein Kamm verloren. Ich habe so einen Steckkamm. Was heißt verloren? Der liegt hier bestimmt irgendwo unter irgendwelchen Säurefarben oder. Okay, ich melde mich. Dann, ich denke mal von unterwegs. So. Ich bin jetzt vom Einkaufen hier bei Bille und Pitt gestrandet und trinke einen Kaffee. Und das geht jetzt an Ilse. Ilse hat gefragt wegen Fummelhelga, wegen dem Teddy, den Bille gemacht hat. Ich kann dir jetzt mal einen Teddy zeigen. Der ist noch nicht fertig, aber so ungefähr. Warte, ich drehe mal. So sieht er aus. Was immer ganz niedlich ist. Er hat auch Wimpern. Die haben alle. So echt, also nicht echte Menschenwimpern nicht, aber die wir Echthafen. uns auch ankleben. Ja, das war ein Echthafen. Ja, und der ist mit Glitzer, der glitzert so und ist ganz Man hat weich. auch, ist voll beweglich, also er hat fünf Gliederpärchen 5 Gelenke, so. und mit Splinte ist er gedreht. Ja, also meine Schwester macht ganz tolle Teddys. Die hat, Aber wie gesagt, nur ab und an malen. ja, Es darf nicht in Arbeit nee, ausarten. muss Spaß. Ja, es muss ein Hobby Ich, mit bleiben. Malen, sag ich Ich will jetzt dir. nicht 10 Stück von diesen Teddys nehmen, die Nee, gleichen, dann habe ich keine Lust. das mache ich bei Wollstrengen ja Das auch habe ich ja immer. früher mal, wenn meine Kollegen gesagt haben: Ja. Bille, Alter Schwede. Wochenende. Die Leute haben Geld gekriegt. Montag ist Feiertag. In Hamburg Ausnahmezustand. Ich glaube, so mit Hupen und so. Indien und China und so, überall, wo man das aus dem Fernsehen her kennt. Wir stehen dem, glaube ich, nichts nach. Die sind alle so aggro, dann wollen sie alle Grillfleisch, dann wollen sie alle in ihre Gärten wühlen und keiner nimmt Rücksicht auf den anderen. Susanne fährt bei Kirschrot fast, egal. Ihr seht schön mein Putenhals, ne? Ich kann aber das Handy jetzt nicht höher halten. Ich habe nämlich immer noch kein Halti. Und wenn Polizei kommt, ist das. Nein, ich stehe natürlich. Ich mache nur die Fahrbewegung jetzt so. Ich überlege, halte ich eben noch für Onkel Dieter an, für ein Brathähnchen? Oder sage ich, ich habe keinen Bock? Aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Er wünschte sich das so, schon 2 Wochen. Ich guck mal. Ja, jetzt ist es 20 vor 7, HSV hat verloren. Ich wollte in meinem Shop noch Sachen einstellen. Ich muss das aber erstmal fotografieren. Und dann war eine Anfrage. Ich hatte ja Frida Kahlo
Nee, die habe ich schon verkauft. Die ist doch schon weg. Kann ich euch nicht mehr zeigen. Die ist schon irgendwie im Hermes-Frachtzentrum. Jedenfalls war da eine Anfrage wegen Frida Kahlo. Ich sage, ja was, jetzt nur die Postkarte oder auch ein Strang dazu? Ja, eine Postkarte mit einem Strang dazu. Und jetzt warte ich, oh, das ist immer alles so irre, jetzt warte ich auf Amazon und zwar hatte ich die letzten Bilder, also was ich hier immer so jetzt gemacht habe, immer als Vorlage eine noch gekaufte als Rohling, als Schablone und habe immer vom Aquarellpapier mir das zurechtgeschnitten mit runde Ecken. Also, mach ja für so keine Arbeit sein, aber wenn man malt, Wolle färben will, stricken, was weiß ich, den Hamster füttern und Überweisungen machen, dann ist das schon eine Erleichterung, wenn man so eine Metallbox von Hahnemühle hat, wo gleich wo man reingreifen muss und malt dann eine Frida Kahlo. So, jetzt habe ich Lesezeichen sind das aber. Zwei Fridas gemalt. Die sind immer unterschiedlich bei mir. So. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Frida Kahlo. Nicht, weil sie in ist oder Trend ist, sondern weil das eine tolle Frau war zu ihrer Zeit. So. So, die hat auch so auf Regeln so geschissen, was heißt. Sie, mir ist sie sympathisch, so sind ihre Nelkenzigaretten gebarzt in Kette und die war so cool irgendwie, obwohl sie so viel Elend auch hatte und so. Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls Frida Kahlo. Und da wollte ich jetzt Stränge färben. Hatte sie alle meine Farben? Irgendwas war da mal mit alle meine Farben, Frida Kahlo. Ja. Wir versuchen das mal chronologisch festzuhalten. Ich hätte ja hier ein wo ist denn das jetzt hin? Da. Eine Ideenschmiede. Da sollte ich mich mal dran machen, denn in, ne? Das könnte mein zweites Hirn vielleicht werden. Es ist so ein, hatte ich schon mal gezeigt, aber ich zeige es gerne nochmal, weil die kommen nochmal ins Shop. Die Ideenschmiede, das erinnert mich auch so ein bisschen, ne? Viva la Frida, aber ist es nicht. Mit einem Gummiband, wenn man das aufklappt, dann kann man hier so seine Adresse eintragen. Und das ist ganz wie Bullet Journal, diese gepunkteten Linien. Kann man auch so Ideen, ich habe hier auch schon wieder Ideen. Was heißt Ideen? Das gab es alles schon mal. Kann euch sehe ich jemand noch an den Hamburger Sauhaufen erinnern? Da habe ich aus Fimo und aus Modelliermasse so einen Hamburger Sauhaufen gemacht. Bille hat die noch alle in ihrer Vitrine, die ich mal so gemacht habe. Naja, jedenfalls mit einem Satin Bändchen und hier hinten so für Bons, Postkarten, so eine hübsche Tasche. Die kommt nochmal in den Shop. So eine kleine Handvoll. Ja. Also, Moment. Ich warte jetzt auf Amazon. Hab schon gesagt, wenn ich in der Küche laut Musik höre und da färbe, dass Alex das Klingeln hört. Da kommen die zweimal Hahnemühle-Papiere und einmal von Sakura, glaube ich, so weiße. Ich brauche immer für Highlights. Mein Glossy Accents ist alle. Habe ich bei Amazon geguckt. Das war dann 8 Euro, eine Flasche, 59 Milliliter. Und ich hatte das mal im Dreier-Set gekauft. Ich meine, für 17 Euro. Habe ich das wiedergefunden, aber es kommt erst Dienstag. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwie so für so Wasser-Highlights irgendwas anderes nehme. Und dann halt diesen White Pan. Also ich färbe dann die Wolle. Ich hatte jetzt keine Aufträge mehr im Moment. Hier war jemand, ich weiß jetzt nicht, ob du meine Videos guckst oder ob das durch Insta kam. Ich weiß jetzt auch den Namen nicht. Yakuza? Ja. Wurscht.
Sie hat jedenfalls bei mir bestellt 2 blaue Stränge. Guck mal bitte, ob das Blau, das ist Mom's Jeans, gemischt mit Robin's Egg Blue und Glacis Blue. Das ist, ich mag keine Uni-Stränge so färben, so dieses super semi-solid Einheitsfarbe, die kannst du kaufen. So, das ist jedenfalls zweimal diese, sie wollte zweimal Blau. Blau ist auch ein weites Feld, ne? Ozeanblau, Graublau, Taubenblau. Ich habe jetzt mich dafür entschieden. Und Rosa wollte sie haben. Da wollte ich jetzt nicht so ein knalliges Schweinepink-Rosa, sondern ich habe dieses genommen. Das fand ich ganz schön, so in sich meliert. Und das passt auch sehr schön dazu, sagt Gille. Ich finde auch, wenn man das jetzt zusammen machen will. Und das ist Merino-Tencel. Und dann wollte sie noch ein Möwensches Classic, aber dazu dann auch ein Bild. Das ist dieser Möwensches Classic. Ich mache da jetzt kein Loch als Etikette rein. Und ein blondes Mädchen irgendwie. Und da habe ich ein bisschen kalt. Sie mit Flipflops testet sie das Wasser irgendwo an der Küste oder was weiß ich wo. Ja, das sind die beiden Karten. Die 4 Stränge und Möwenschiss muss ich gleich noch einmal auf den Ständer wenden. Dann muss ich noch färben. Das ist auch immer, ich mal dann und färb danach dann Wolle. Oder ich färb Wolle und mal danach, dann wäre eigentlich besser Bilder. Aber jetzt habe ich dieses hier, die noch keinen Namen haben, hier mit ihren, mit dieser Fleischspalte, finde ich immer so gut. Da mache ich so ein, ich denke mal, so ein Maritimstrang. So typisch maritim. Und sie hier, sie wühlt ihre Füße in den warmen Sand. Eine Dose Cola, Kaffee und Butterstullen. Und sie liest, also sie strickt nicht, sie liest. Das hat auch noch keinen Namen. Dann habe ich hier einmal, da muss ich gleich nochmal ein Loch reinmachen, das ist auch eine Etikette. Melonen-Molly, Molly Melon. Sie hat eine Melone, da hat sie schon abgebissen, herzhaft reingebissen. Und das ist der Strang dazu. Molly Melon. Da sind auch Kerne drin. Ich habe da ganz dezent gespeckelt. Irgendwo. Egal. Jedenfalls ist das, das muss daran. Ja, die anderen Stränge, die habe ich auch wieder super wild. Ich liebe diese Farbe. Da hatte ich doch die Mohair-Stränge oder ein Mohair-Strang. Einen hat Gideon ja mitgenommen. Und das ist Bottenbiggy. Dann habe ich hier Elfie. Ist das? Ah, Schnuckertüte. Die allseits beliebte Schnuckertüte. Da ist alles drin. Hier ist noch eine Schnuckertüte. Das wird auch wohl eine Schnuckertüte. Da ist noch kein Bild zu. Doch! Wo ist das Lesezeichen? Da unten. Klar, das ist diese Schnuckertüte. Kann ich auch gleich dran bimseln. Das ist für den Möwenschiss. Schnuckertüte, Schnuckertüte. Was habe ich hier noch? Das war das für die bestellten Stränge, die 4, 5. Da kommt das
das Lesezeichen noch zu. Ja. Also das ist. Mal gucken, ob ich das im Shop noch packe. So, dann mache ich. Also Mom's Jeans ist am Trocknen. Da kommt dieses Label dran. Ich liebe das. So dieses karierte Hemd, so, so ein bisschen Western-Style. So Botten an, so, ne? Abgehackte. Kennt ihr die noch? So Biker-Boots hat man die genannt, mit dem Ring an der Seite, mit den Nieten. Sven hatte die zur Konfirmation getragen, zu seinem blauen Samtanzug. Naja, jedenfalls so ein Outfit. Ich liebe das. So ein Herrenoberhemd und Jeans. Das ist Mom's Jeans. Da muss ich auch. Aber das kommt erstmal noch hier hin. Molly Malone braucht ein Loch. Ja. Und die brauchen noch überhaupt Stränge. Die haben noch keine Stränge. Ja. Moin, meine Lieben. Um 15 Uhr. Ich bin jetzt erstmal, ich trage übrigens immer einen Handschuh, aber der war durchgescheuert. Ich bin jetzt erstmal durch. Der Shop ist gefüllt. Es ist online. Und ich zeige euch mal, was ich hier jetzt so gewerkelt habe. Also, die bestellten vorgemerkten Stränge waren einmal der Frosch, die Froschwanderung. Da hatte er ja auf Insta Mayday. Kiwis, Büdelbertha, Kerries, Fummelhäger, dass die erst mal wegkommen. Dann einmal der Möwenschiss Classic und dazu gehören zwei blaue, dieses Mom's Jeans gemischt, mit den beiden auch so ein gemischt, rosa und blau. Da gehören aber auch noch zwei Karten zu. Und zwar einmal der Möwenschiss Classic und einmal dieses blonde Mädchen mit Flipflops. So, dass das nicht in den Tüll kommt. Dann habe ich gefärbt, eben gerade noch gemalt, das Trio in Grün. Und dann sagt, warum heißt das Trio in Grün? Warum heißt das nicht Erbswurst oder so? Ich sage, nein, weil das Trio in Grün ist, weil das drei verschiedene Grüntöne sind. Butterweich, das Trio in Grün. Möwenschüsse habe ich gefärbt, da sind jetzt von diesen einfachen drei Stück. Da habe ich aber auch Anzahl drei und einer kostet da halt 20 Euro, aber dass ich nicht für jeden, ne, ihr wisst, eben halt Möwenschiss. Dann einmal Mom's Jeans. Ich liebe dieses Blau. Das ist ja auch dieses hier, was ich da gefärbt habe. Das ist so so ein schönes Blau. Eben halt Mom's Jeans Blau. Wer ist das? Ah ja, die Schnuckertüte. Aber jetzt passt auf. Die Schnuckertüte am Strand. Da ist jetzt zwar noch ein Mettwurstbrötchen, Mohnbrötchen da, aber hier ist die Schnuckertüte. Da ist eine Lakritzschnecke. Schnuckertüte am Strand. Frida Kahlo in zarten Farben, ganz zart, mit Speckles. Oh, ich zweiche. Könnt mal knautschen. Das hier ist auch Viva la Frida, Frida Kahlo. Sie mochte ja Pflanzen, Blumen, überhaupt die Natur und Tiere. Und ihr Herz schlug ja für ihren Mann Diego, den Maler. Das Herz. Und
deswegen ist der Strang rot für ihre Liebe und grün für die Botanik. Das hat meistens immer alles irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Das hier ist, steht noch nichts drauf. Aber im Laden, im Shop steht der Name. Und zwar geht das darum, das ist die Schneckenschnuckertüte, weil sie hat eine Lakritzschnecke verloren. Und da ist eine Schnecke und sie ist in love mit der Lakritzschnecke. Haben sich ja auch schon Schwäne in Gummischwäne verliebt. Und sie hat sich halt in eine Lakritzschnecke verliebt. Das ist diese Schnuckertüte. Finde ich auch sehr schön, die Farben. Die spiegeln sich in diesem Strang wieder. Und zwar ist das Lost in Time. Verloren in der Zeit. Wenn du strickst, häkelst, handarbeitest, bastelst, malst, bist du ja so lost in time, ne? Und das ist halt dieser Strang. Lost in Time. Wenn ich mich erinnern kann, ich habe früher auch immer so Steampunk-Bilder mit Zahnrädern gemalt. Also eher so schon so Mixed-Media-mäßig. Ja, Lost in Time. Dann Obligatoro Schnuckertüte mit ganz vielen Lakritzschnecken. Ich male die so gerne. Karte, die Farben spiegeln sich da auch so wieder. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass ich Evelyns hier in die Kralle kriegte. Das ist auch eine Schnuckertüte, aber es ist jetzt richtig nur eine Schnuckertüte. Was heißt nur? In wunderschönen Farben. Schnuckertüten, Möwenschüssel und Fummelhelgas sind im Moment der Renner gewesen. Aber jetzt kommt Bottenbiggy. Bottenbiggy mit ihrer pinken, übergroßen Sonnenbrille. Und da braucht man auch echt eine Sonnenbrille, wenn man das mit einer anderen Farbe so oder auch einzeln verarbeitet. Das ist eine Farbe, ne? Die trägt Bottenbiggy. Die kommt aus dem Karo-Viertel hier in Hamburg, Bottenbiggy. Dann was ganz Romantisches, die Obstbaumblüte im alten Land. Ich habe den Strand mir angeguckt, habe zu Gitte gesagt, guck mal, die Pflaumenbäume, Kirschbäume, Apfelbäume, Bäume, alles ist so schön in diesen Pastellfarben. Letztens mit Bille, die Kirschbaumallee da, die Zierkirsche. Da habe ich gedacht, das muss ich in einem Strang doch festhalten. Ja, dann habe ich hier noch unser Molly Melone. Das ist Molly und sie ist eine Melone. Sie hat schon herzhaft abgebissen. Und hier sind auch wirklich so eine kleine Kerne drin. Also nicht echte, aber ne? Speckles. Ja, Molly Melone. Was ist denn noch? Ich sitze hier auf irgendwas drauf. Das ist Elfie. Einfach, sie heißt Elfie. Sie kommt aus Hamburg und sie steht vor einer Elfie und dieser wahnsinnige Nose-Loop, den sie umhat, den hat sie sich in einem dezenten Neon-Pink gefärbt. Passt auch toll zu Grasgrün oder zu Quietschgelb oder zu Schwarz oder einfach ohne Elfie. Das war es, glaube ich, erstmal an Stränge. Ich habe da noch welche im Zimmer. Die sind noch am Trocknen bei Crispy. Und ich habe aber auch noch andere Sachen in den Shop gepackt. Und zwar bieten ja auch viele an Bücher, Hefte, Wollen von anderen Firmen. Hier Kiwi zum Beispiel finde ich toll mit den Holzgarn. Und da habe ich gedacht, so, es gibt ja auch nicht nur Stricker und Häkler, sondern auch Leute, die andere Sachen machen oder auch nicht machen, aber das und das haben möchten. Und das, was ich mir so selber kaufe, denke ich dann immer, würden vielleicht andere auch ganz toll finden. Und deshalb habe ich so ein paar, nicht viel,
paar Sachen in den Shop gestellt. Wer geht der Sprachnachricht? Ich zeige euch mal eben die Sachen. Ich hatte ja diese Ideenschmiede Notizbücher für Momente-Sammler. Das ist so ein Bullet Journal mit viel Platz für Notizen, Erinnerungen, gestaltete Einstecktasche, Tasche für lose Zettel mit praktischem Lesebändchen, ideal für Bullet Journal, Rezepte, Tagebuch, Medikamentenblock, was weiß der Geier. Aber weil das so schön aufgemacht ist, denn Notizbuch ist nicht ein gleich Notizbuch. Es muss ja auch, ne, fürs Auge schön sein, wenn das irgendwo auf dem Couchtisch oder so liegt. Ja, die sind nochmal wieder da. Dann habe ich so eine Marker, ich glaube, die habe ich viermal. Und zwar sind die für glanzvolle Effekte auf glatten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall und Papier. Ich habe die hier übrigens selber für meine Bilder in Gebrauch, für Akzente und so. Die sind, und ich musste das kaufen, ich habe es nur zweimal gekauft, das sind 2x50 Gramm Viskose Zellulose Reg. Lauflänge bla bla bla, Nadelstärke 5, bei 30 Grad waschbar. Und jetzt kommt ihr, das ist ein Strohhut Honolulu. Ob ihr den nun euch für einen Strandtag, ich will mal sehen, ob ich da überhaupt noch mal zu kommen, zu häkeln. Da könnt ihr dann für euch oder eurem Enkelkind oder für eure Oma, wenn ihr die im Rollstuhl an Strand und, ne, Kopfbedeckung als Beispiel. Ja, fand ich ganz toll. Und eine Anleitung ist in der Innenseite der Banderole oder was auf diesem Zettel hier. Fand ich so toll. Erstmal fand ich die Farben toll. Ich habe dann da rumprobiert. Das finde ich genial. Und das ist auch noch waschbar. Kannst du auch Topflappen draus machen, ne? Zwei Packungen sind davon im Shop. Dann hatte ich mich mit Billy ja über Teddy nähen, Puppen nähen. Gitte hat gerade einen Otter gemacht für Elida aus, so nicht Amigurumi, nicht, aber gehäkelt aus so einer Chenilwolle. Da wollte ich ihr noch Augen schicken, weil ich habe so ein ganzes Augensortiment. Aber was bei mir jetzt oder bei uns im Shop drin ist, sind Puppennadeln. Da wirkst du dir nämlich ein Moors ab, wenn du diese kleinen kurzen Nadeln hast und willst so Sicherheitsaugen annähen oder die dickeren Sachen so einen Kopf annähen. Dafür braucht man lange Nadeln und das sind extra Puppennadeln. In einer Packung sind 10 Stück drin. Die sind 20 Millimeter mal 1,30 Millimeter. Und wie gesagt, das sind richtige Puppennadeln. Amigurumi, Teddy, was auch immer. Auch im Shop. Dann fand ich auch ganz gut. Ich habe schon mal mit vielen gesprochen, die so Probleme haben mit wenn sie handarbeiten oder so. Oder wie ich auch mit den Fingern manchmal, dass ich dann nicht so, ne, so mit der Schere und so. Und da habe ich gedacht, warum Kinderschere? Ich habe dann da auch rumgetestet, da war dann so ein Probedings und dann, das ist echt leichtgängig, das ist eigentlich eine Kinderschere. Kinder in ab 3. So. Und ich habe aber gedacht, wenn jetzt jemand so Probleme mit Schneiden, dies und das hat, wäre doch so eine Schere gar nicht verkehrt. So eine. Die hat ordentlich Grip. Die, ne, so, die kann man gut in der Hand halten. Davon habe ich 2 blaue und 2 pinkene. Ob ihr die nun für Kinder, Enkelkinder als Geburtstagsgeschenk, wenn euer Kind irgendwo eingeladen ist, fand ich wiederum sinnvoll. Bei uns ist nur Sinnvolles. Dann, das waren die Scheren, das waren die Scheren. Ja, und das war's auch schon. Also die Sachen sind so im Shop. Ich werde jetzt das Video hochladen, meine Wolle hier verräumen,
was bestellt, es verpacken und dann melde ich mich wieder vom Ort des Geschehens. Heute gibt es bei uns Spargel. Also so, das gibt von Maggi Fix, immer zur Spargelsaison. Da macht man mit Frischkäse bla 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 so eine Soße. Da sind Bandnudeln, grüner Spargel und weißer Spargel drin, ne? Und Hinterschinken. Und das werde ich mir gleich zu Gemüte führen, denn mein Morgen hängt in die Kniekehlen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich werde weiter vloggen. Morgen kommt bestimmt auch noch wieder ein Video. Gruß, Kuss und Schluss. Die gemalten Bilder kommen später dann nochmal. Ach nee, ich habe noch einen habe ich noch. Und zwar, wer jetzt nicht weiß, wenn wir von Fummelhelga schreiben oder reden, ich habe hier mal so einen Steckbrief. Da gibt es jetzt keinen Strang zu. Das ist Fummelhelga. Fummelhelga kommt aus Hamburg, hat am 30. Mai Geburtstag, 69, und sie liebt Fummel. Mit ihrer fummeligen Federboa, Zigarettenspitze, immer schicke Tasche und eben halt Fummel. Und sie hat sozusagen Walk of Fame schon ihren eigenen Stern, weil sie ist neben Möwenschiss und Schnuckertüte. Fummelhelga ist jetzt offiziell bei uns mit im Boot. Name Fummelhelga. Geboren am 30. Mai 69. Ihre Schwäche Sachen ist Fummel. Sie liebt Fummel. Sie kann an keinem Fummel vorbei. Ihre Stärke ist, sie ist sehr unterhaltsam. Und ihr Zitat für ihr Leben ist: Only dead girl, also ne, Möwe, Seagull, go with the flow. Nicht only dead fish, sondern die Möwe. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir Fummelhelga sagen, dann ist das unsere Fummelhelga aus Hamburg. So, jetzt aber tschüss.